Einen schönen guten Abend wünsche ich euch wieder. Willkommen zurück zu Herr der Ringe Online. Wie ihr sehen könnt, wir sind an den Leichenklippen. Wir haben hier zwei Aufgaben. Wir müssen 10 Leichenhunde, die sogenannten Kun Anuns, töten und 10 Unholde. Der erste Unhold ist uns bereits direkt hier vor der Nase am Lager. Dementsprechend würde ich mal sagen, hauen wir den um. Und wie ihr sehen könnt, wir kommen auch allmählich in das passende Level. Also lange dauert es nicht mehr, bis wir in Enedwide durch sind. Lass mich raten. Neue Tat, Unholde bezwingen. Oh, doch nicht. Oh Wunder, oh Wunder. So, hier geht's ja mit den Leichenhunden weiter. Ich pull mal ein bisschen was zusammen. Ihr kennt ja mein Lieblingsspielchen. Erst Feuer, dann Blitz. Was haben wir denn hier heute noch vor? Also wie gesagt, wir müssen heute noch ein bisschen Tötungsaufgaben hier betreiben, beziehungsweise Ausschaltaufgaben. Was mich jetzt hier schon wieder wundert, dass hier schon wieder Dunländer rumrennen. Das ist ja schlimm. Nee, wir haben hier auch noch einige Gebiete zu entdecken. Wir haben hier und hier jeweils Gräber, wo wir hin können. Da will ich mal eben kurz vorbeireiten. Beziehungsweise, ich glaube, da werden wir auch nochmal hingeschickt. Das Schöne hier an den Sachen ist, wir brauchen diese Leichenhunde nicht fürs BDT. Genau wie die Skelette, glaube ich, nicht fürs BDT gebraucht werden. Das ist hier schon mal eine gute Erlösung. Im wahrsten Sinn des Wortes. Erlösung, so mit Untoten und so. Ihr wisst schon. So, haben wir wieder zwei auf einem Schlag erwischt. Was blitzert denn da hinten so? Was ist denn das? Ach, Stechpalmzweig. Schade, brauchen wir nicht. So, wir holen uns wieder zwei Leichenhunde wie üblich. Ist das eigentlich ein Nahkämpfer? Dann können wir nämlich gleich mit dazu holen. Ah, Edmi ist heute wieder so gut drauf. Die haut ja schneller die Mobs um, als ich gucken kann. Jetzt sehen wir aber doch nochmal zu. Hier sind wieder... Die brauchen wir nicht. Ich scroll mal ein bisschen weiter raus. Drachlu-Soldaten. Na gut, die brauchen wir jetzt in dieser Hinsicht wirklich erstmal nicht. Wir kümmern uns jetzt erstmal nur um die Soldaten hier. Ich vermute sowieso, dass wir da für Kapitel 14 so oder so demnächst dran vorbeikommen. Aber ich kann euch heute noch die Festung zeigen, wenn wir schon hier sind. Ich bin da ja für alles offen. Und wieder zwei Untote ins Jenseits geschickt. Das ist schon mal nicht das Schlechteste. Damit führen die Untoten ein bisschen und ich muss mal zusehen, dass ich wieder die Hunde rankriege. Aber erstmal geht es jetzt zu einem der ersten Gräber. Und wie ihr hier jetzt sehen könnt, seht ihr nichts außer zwei Hunde. Normalerweise haben die Jungs auch die Angewohnheit, hier irgendwie aufzuerstehen. Hat der mich gefangen genommen, der Hund? Böser Hund. Aber jetzt sind wir wieder gleich auf. 8-8. Wie gesagt, das geht hier relativ zügig. Na, hoffentlich kriege ich jetzt keine Grippe. Oh, ich fühle mich so ein bisschen krank. Oder liegt das einfach nur wieder an der Uhrzeit, dass ich wieder kurz vor 12 aufnehme? Ah, das passt jetzt hier gerade sehr gut. Den holen wir, den holen wir.
gibt wieder Feuer für beide. Und dann können wir uns hier ganz gemütlich hocharbeiten. Und damit fehlt uns nur noch ein Skelett. Das kriegen wir jetzt, diesen Unhold. Ach, wie böse, das ist ja mal ein Fernkämpfer. Also wirklich, mich mit Bogen zu beschießen, ist ja wohl unfair. Der tut ja richtig weh, der Mann. Ach so, ich habe ja auch keine Buffs mehr laufen. Ups. So, damit sind die beiden Aufgaben hier geklärt. Wir reiten jetzt aber erstmal noch ein kurzes Stückchen weiter. Ja, doch, hier haben die Gräber auch wieder das Vergnügen aufzustehen und ich glaube, wir sind hier ein bisschen falsch. Ich reite jetzt einfach mal Kamikaze durch dieses Lager durch. Hier müssen wir noch früh genug rein. Denn hier kommen wir zu einer der Untotenstraßen, die uns in die Festung führen. Hoffe ich zumindest. Aber hier haben wir auch Kästchen der Weisheit wieder. Ja, wir haben jetzt einen kleinen Umweg genommen, aber wir kommen definitiv dahin. Ich würde jetzt sogar eher sagen, wir haben sogar den gefährlicheren Weg genommen. Denn hier oben der Weg dürfte viel einfacher sein. Hier im Hintergrund seht ihr es schon. Dort haben wir dann die Feste Dunhold. Wenn ich mich recht erinnere, ist eine 75er Raid Instanz. Oder war das 65? Nee, müsste 75 sein. Um reinzukommen, müsst ihr sie entdecken. Und wieso solltet ihr die noch mit 115 laufen? Oder mit 75? Oder wieso solltet ihr allgemein in diese Raid-Instanz? A, hat sie eine sehr gute Geschichte. Und B, gibt es da eine ganz spezielle Fußmatte, die es nicht so häufig auf dem Server gibt. Das ist dann, wenn ihr drüber lauft, da kommt dann so ein Geist und fesselt euch. Schon ganz interessant, das Ding. Ach komm. Wenn ich wage, der nicht gewinnt. Die Feste Dunhold. Ich kann mich nicht erinnern, dass hier so viele widerständige Skelette das letzte Mal drin waren. Au. So, wenn wir jetzt hier an der Seite weiter langlaufen, hier hoch, müsste eigentlich da oben der Eingang sein. Der ist es leider hier vorne nicht. Ah, Edmi verteidigt mich mit ihrem Leben. Finde ich schön. Das müsste der Eingang sein. Ja, das ist der Feste Dunhold. Entdeckung der Feste Dunhold. Abgeschlossen. 10 Medaillons. Und ab jetzt könnt ihr diese Festung auch betreten. Also ihr müsst tatsächlich, um diese Instanz zu betreten, müsst ihr hierher. Das gleiche ist mit dem Drachenhort, wo ich natürlich auch noch hinflitzen werde die Tage, wenn wir da oben wieder am regulären Questen sind. Aber ihr müsst tatsächlich hierher, damit ihr in diese Instanz nachher reinkommt. Ich muss jetzt mal ein bisschen aufpassen, dass ich mir hier nicht zu viel breche. Das ist nicht so gesundheitsförderlich. Und dann sehe ich mal zu, dass ich hier aus dem schnellsten Weg auch wieder rauskomme. Wenn ich mir hier so die Gegner angucke, würde ich sagen, ist das eine Raid-Instanz der Stufe 65. Ist aber skalierbar. Die könnt ihr, wenn ihr sie entdeckt habt, theoretisch auch auf 50 machen. Würde ich an einigen Stellen sogar empfehlen, weil es gibt da ein sehr ätzendes BDT drin, wo ihr insgesamt 24 Leutnants besiegen müsst in unterschiedlicher Reihenfolge. Das sind 4 Stück, die auf dem Feld sind und die müsst ihr jeweils immer in eine andere Kombination besiegen. Erst müsst ihr A besiegen, dann B, dann C, dann D. Dann müsst ihr mal A, C, D, B besiegen. Dann müsst ihr A, D, C, B besiegen. Also halt immer in dieser Reihenfolge. Und das empfiehlt sich dann halt natürlich auf niedrigen Level zu machen, so 50. Wenn ihr ausgelevelt seid, dann geht das halt dementsprechend auch zügig. So, jetzt reiten wir aber erstmal wieder zurück. Wir haben unsere Jüngchen erledigt.
Dementsprechend können wir auch mal eben ganz gepflegt zurückreiten. Und wie ihr sehen könnt, sind die Skelette hier oben relativ weit verstreut. Ich hoffe, dass ich noch... So. Trugbilder. Hier sind wieder böse Schatten. Ja, wie gesagt, die Leichenklippe erzählt eigentlich auch ein ziemlich böses Kapitel von Eriador, von Eri... Gott. Von Enedwight, so. Aber jetzt ist es erstmal Zeit, dass wir uns mit unserem Walddorfer-Kollegen treffen. Der wird uns gleich die nächsten Order geben. Mal gucken, was wir gleich machen müssen. Hätten wir als erstes abzugeben, Diener des Meisters. Unsere Reise ist lang, hoffentlich nicht zu lang. Und dann hätten wir hier noch wir kommen Aragorn rechtzeitig zu Überbleibsel der Vergangenheit. Damit haben wir jetzt, wie ihr sehen könnt, 4 weitere Quests freigeschaltet. Wir begeben uns in Gefahr und wir müssen diesen Weg alleine bewältigen. Jetzt müssen wir Unhold Hauptleute besiegen. Quelle der Unruhen. Schatten liegen entlang unseres Weges. Wir müssen uns unbemerkt an ihnen vorbeischleichen. Dann haben wir hier Verderbtheit der Hügelgräber. Die Diener von Orthanc werden in diesen Landen zunehmend stärker. Und zum Schluss Öl ins Feuer gießen. Schatten liegen entlang unseres Weges. Wir müssen uns unbemerkt an ihnen vorbeischleichen. Das ist der Vorteil. Unsere ganzen Quests liegen jetzt mehr oder weniger auf der rechten Seite, beziehungsweise auch auf der linken. Wir werden geradeaus durchreiten bis kurz vor Stunland. Und wenn wir da vorne angekommen sind, untersuchen wir erst die rechte Seite. Dann können wir das Grab finden und dann geht's hier vorne hin, wo wir gerade Kamikaze durchgeritten sind. Wie gesagt, das sind hier alles auch noch Gebiete, die wir zu entdecken haben. Dementsprechend bin ich da natürlich gerne bei. Da gucken wir mal eben ganz kurz, was wir Neues gekriegt haben. Tat abgeschlossen. Entdeckung der Feste Dunhold ist, wie gesagt, wird wieder schön belohnt. Ist halt mit zu den Instanzen. Und da haben wir eigentlich noch genug offen. Titel gewährt, bla bla bla. Kleine Wunder, das ist von den Hobbits. Die habe ich ja inzwischen hier auch im Inventar, die Schuhe irgendwo. Auch da sehe ich gerade, ich habe immer noch die Frühlingsfestklamotten. Schrift der staubigen Spitzmaus. Way, schon wieder. Jetzt habe ich die Schrift 4-mal. Aber jetzt kommen wir erstmal wieder zum Hauptpunkt zurück. Erstmal aktiviere ich wieder mein Kästchen, meine Schatzsuche. Und dann können wir jetzt hier erstmal wieder ein paar Gräber looten. Und eine Mithril-Schuppe nehme ich gerne mit. Aber leider geben die Jungs hier Moria-Ausrüstung. Dementsprechend bin ich da jetzt gerade ehrlich gesagt nicht so happy drauf. Vor allem, weil ich mir damit freiwillig das Inventar zumülle. Ihr seht, ich muss auch schon wieder ausmisten gehen heute. Aber da fällt mir ein, ich werde mir jetzt erstmal gleich einen gemütlichen Kuchen reinziehen. Das sei ja noch gestattet. Dann haben wir zumindest da schon wieder einen Inventarplatz frei. Und dann werden wir jetzt hier erstmal hochreiten und diese komischen Skeletthaufen untersuchen. Admi, da ist was zum Spielen. Aber ihr seht wenigstens, die Gräber sind versiegelt. Dunland-Fragmente. Die nehme ich doch gerne mit. Dann machen wir die nochmal auf die Kiste. Grüner Granat, den vernichten wir da noch gleich. Weil ich bin eher so der Freund, die Kisten werden leer gemacht, dann verschwinden sie von selbst. So, jetzt wissen wir aber wenigstens, wonach wir suchen. Ist schon wieder einer ausgestiegen? Oh, Bock, ist ja nervig. So, ein bisschen hier durch den Wald reiten. Dafür gehe ich ein bisschen näher ran.
Edmi, komm noch mal her. Danke. Wobei, das ist eigentlich kein guter Screenshot. Vielleicht kriegen wir das mit den Kesseln besser hin. So, dann gucken wir jetzt erstmal, dass wir noch zu dem letzten kommen. Der ist ja ein bisschen weiter oben gewesen, wenn ich das jetzt gerade so richtig mir erdacht habe. Au. Das heißt, wir müssen hier einmal komplett außen rum reiten. Das ist zumindest meine Vermutung. Und dann geht's hier in dieses Grab da drüben. Wie gesagt, wird schön links und rechts flankiert. Aber das Schöne ist, hier stehen die Toten eigentlich mehr auf. Das kann auch sehr entspannt sein, das kann ich euch sagen. Wenn ich da zurück so ans Hügelgrab im Bre denke, man läuft an einem Grab vorbei und fupp, hat man gleich wieder die Untoten an der Hacke. Da kann man ja auch gleich freiwillig zu einer Zombie-Apokalypse gehen. Da haben wir jetzt erstmal noch unser nächstes Kästchen der Weisheit. Dann entdeckt und gleich weg, bevor der Tote aufsteht. Wie gesagt, ich habe hier nicht unbedingt großartig Lust, mich jetzt stundenlang mit Skeletten rumzuschlagen. Wir gehen jetzt hier vorne hin. Der Eingang ist hier vorne zu diesem Le Kovan. Das ist ein unterirdischer Eingang. Da müssen wir theoretisch auch rein. Praktisch würde ich sagen, machen wir es einfach. Einfach drüber laufen, ist eine schöne kleine Instanz. Die voll mit Skeletten ist, wie ihr sehen könnt. Kann ich hier erstmal meine Meinung gleich sagen. Hey, ich werde immer besser. 3 auf einen Schlag. Dann haben wir hier oben den letzten, wenn alles gut geht. Ach nee, wir müssen sogar mehrere sammeln. Die haben gerade eben nicht richtig gedroppt. Buh. Aber wir sollten theoretisch nicht zu weit rein. Da dieser Bereich auch glücklicherweise nicht so groß ist, können wir auch jetzt gleich schon wieder raus. Jetzt müssen wir noch die Hügelgrabsteine untersuchen und 3 Hauptleute erschlagen. Das sollten wir alles ohne Schwierigkeiten hinkriegen. Ich muss ja zugeben, das war jetzt einer der schönsten Ladebalken für Anetwaite. Aber wie ihr sehen könnt, ich bin froh, dass wir die Feste Dunhold auch entdeckt haben. Kommen wir da ohne Schwierigkeiten jederzeit wieder rein. Wenn ihr übrigens dieser Straße hier weiter folgt, geht's ins Dunland. Früher gab es hier hinten einen typischen Graben, würde ich mal sagen, auf der Seite. Und hier drüben in den Trauerhöhen gibt es auch nochmal einen Durchgang. Da gab es dann halt einen Steinschlag. Damit wurde das Dunland früher vom regulären Questgebiet abgekapselt. Und ich kann euch sagen, fand ich persönlich damals relativ, das hätte man schöner lösen können. Aber ich kenne ja gleich mehrere, ich kenne ja mehrere Beispiele. Beispielsweise auch früher das westliche und das östliche Nebelgebirge. Früher war im Grundspiel war ja nur das westliche Nebelgebirge frei zugänglich. Und das östliche hatten sie auch gesperrt. Unten beim Tal der Riesen, ich zeig's euch mal eben ganz kurz. Wir hatten einmal hier einen Durchgang, da hatten sie einen Steinschlag reingemacht und beim östlichen Ruinquell haben sie es eigentlich auch
ganz stumpf gelöst. Da haben sie einfach einen Baumstamm drüber gelegt. Und schon kann man halt in die passenden Gebiete rein. So, jetzt müssen wir aber erstmal zusehen, dass wir hier noch relativ zügig vorankommen. Ich will die Steine schnell untersucht haben, ohne hier unnötig viele Untote zu pullen. Was wohl leider nicht so unbedingt der Fall sein darf. Gut, zwei Steine haben wir, vier fehlen noch. Ich gucke mich mal hier ein bisschen um. Jetzt kann ich natürlich nicht Kamikaze hier durchreiten, aber da ist auch einer der Hauptleute, die wir suchen. Und noch ein zusätzlicher Stein, das nehmen wir also gerne mit. Außerdem können wir so auch noch mal ein bisschen unsere Skills dran setzen, mit Macht des Wissens. Und die Jungs geben hier ganz schön viel Grauen. Eins. Also, es ist so leicht böse. Ui. Die Untoten stehen auf. Ich dachte, das wäre hier nicht so schlimm. Aber wenn ich das so mir so begutachte, Edmi ist hier ganz klar in der Lage, gut aufzuräumen. Und wir plündern hier inzwischen mal alles, was hier so rumliegt. Oh, was haben wir hier? Einen verzierten Behälter der Goldschmiedekunst. Das ist schon wieder was, was sich lohnt zu looten. Aus dem einfachen Grund, diese verzierten Behälter. Bringt der Inhalt nachher ein bisschen Geld ein. Und wenn ich mich recht erinnere, ist das... Nee, das ist ein regulärer. Ich dachte, das wäre der seltene, der hier droppen kann. So, aber jetzt erstmal... Weiter im Klartext, wir haben die abscheuliche Flüssigkeit eingesammelt, wir müssen noch zwei Hauptleute und drei Steine erledigen und wir sollten nicht zu nah an jedes dieser scheiß Gräber rangehen. Da haben wir den nächsten Hauptmann. Aber ich behaupte jetzt einfach mal, der Hauptmann kann uns nichts entgegensetzen. Aber diese Steine sehen aber auch wirklich sehr unfügesund aus. Aber ich würde sagen, das ist ein schöner Screenshot. Wir sind nicht mal ansatzweise in der Nähe des Grabs. Ja, das sollte ein schöner Screenshot für heute Abend sein zum Bearbeiten, wo ich mich übrigens auch morgen mal ganz definitiv wieder dran setzen darf. Ich schlamm schon wieder, was die Screenshots betrifft. Ich hänge schon wieder eine Woche hinterher. Und da ich ja inzwischen mich mal mit einem meiner Zuschauer unterhalten habe, der mich angeschrieben hat, weiß ich definitiv, ich habe jetzt eine feste Meinung. Und die Meinung sagt definitiv, ihr wollt Screenshots. So, damit haben wir die drei Hauptleute besiegt. Jetzt geht's weiter, die restlichen zwei Steine eben aktivieren. Edmi kann schon mal mit dem Unhold spielen gehen. Ich hole mir den Stein hier hinten. Und ihr habt gesehen, wir haben... Achso, das Gebiet haben wir schon. Das ist gut. Der Unhold liegt wieder im Boden. Wir haben unsere vier Aufgaben durch
und wir können dann weitergehen. Wie viele Aufgaben haben wir jetzt heute geschafft? Lass mich mal eben durchzählen. 10 Unholde, 10 Hunde. Dann haben wir die Festung entdeckt. Und jetzt nochmal 4. Das heißt, wir haben heute nicht gerade viel. 6 Quests. Ich dachte schon, ich würde jetzt gerade fliegen. Na egal. Wir haben heute wieder 6 Quests geschafft. Das ist okay. Wenn ich Feste Dunhold nicht entdeckt hätte, hätten es vielleicht 7 sein können. Ihr merkt wahrscheinlich, ich bin gerade dabei, so ein bisschen Tempo zu machen. Ich möchte auf jeden Fall hier vorne noch eben den Zwergenstein entdecken. Damit haben wir jetzt 2 Stück auf dieser Straße. Wo war ich stehen geblieben? Richtig. Wir haben jetzt noch dieses Gebiet und dieses Gebiet. Also 2 Gebiete haben wir noch offen, wenn wir heute mit diesem Gebiet durch sein sollten. Was ich aber nicht glaube. Ich glaube, wir werden nochmal hochgeschickt, um die Kessel umzustoßen, die wir gerade gesehen haben. Aber das werde ich ja jetzt gleich sehen. Ich hatte auch mal wieder ein Reset gemacht. Wir haben inzwischen auch immer wieder ein paar Punkte weiterverdient. Ich mache also wirklich jeden Tag wieder unser Fest. Ihr kennt mich ja. Aber jetzt gucken wir erstmal. Wie ihr sehen könnt, wir haben 5 Quests zum Abgeben. Damit sind wir sogar auf 7 Quests, die wir heute geschafft haben. Ich habe ja die Flüssigkeit vergessen. Also geben wir jetzt in aller Ruhe mal die einzelnen Quests ab. Ich hoffe, wir kommen Aragorn rechtzeitig zu Hilfe. So, damit hätten wir einmal die Dunkelheit vernichten. Unsere Reise ist lang. Hoffentlich nicht zu lang. Dann haben wir hier geheimnisvolle Überreste. Das Böse bewegt sich in den Schatten und die graue Schar benötigt eure Hilfe. Darauf gibt es sogar eine neue, nach Zeichen suchen, die nehmen wir auch gleich mit. Dann haben wir hier Quelle der Unruhe. Unsere Hoffnung beruht auf Geheimhaltung, doch diese Lande sind bewohnt. Vorletzte Aufgabe, Verderbtheit der Hügelgräber. Unsere Reise ist lang, hoffentlich nicht zu lang. Öl ins Feuer gießen. Unsere Hoffnung beruht auf Geheimhaltung, doch diese Lande sind bewohnt. Und dann haben wir noch enthüllte Finsternis. Die Diener von Orthanc werden in diesen Landen zunehmend stärker. Das ist wieder eine Instanzaufgabe. Wird wieder mit einer goldenen Münze belohnt, wie ihr hier sehen könnt. Aber das schaffen wir heute auf keinen Fall mehr. Wartet mal eben ganz kurz. Manchmal habe ich auch das Problem, was Salentin früher mit seinen Live-as-Flügel-Aufnahmen hatte, von wegen, ups, der Monitor ist aus. Und da ich über den zweiten Monitor unter anderem mein Aufnahmeprogramm steuere, mein Teamspeak und mein Discord, wäre das doch immer relativ blöd, wenn man nicht sehen könnte, dass, was für eine Aufnahmezeit man hat. So, das heißt, wir kommen morgen hier so oder so nochmal hin. Dann haben wir hier. Einen Moment, nach Zeichen suchen. Nee, okay. Das heißt, wir werden uns morgen nochmal um diese Instanz kümmern. Um das nach Zeichen suchen. Das enthüllen. Und natürlich werden wir den alten Mann hier oben besuchen, weil dieser alte Mann hier oben gibt uns weitere Aufgaben für diesen Bereich. Und wenn wir mit diesen Aufgaben alles durch sind, dann müssten wir theoretisch in die Trauerhöhlen gehen. Und dort haben wir dann die letzten Aufgaben in Eldwaid. Ich hoffe, dass ich damit spätestens Ende nächster Woche dran bin, so dass wir Anfang April, müsste es soweit sein, dass wir dann ins Dunland gehen. Oder zum großen Fluss. Das ist jetzt nämlich die 100-Euro-Frage. Wenn wir der Geschichte weiter folgen, also Band 3, dann machen wir natürlich erst das Dunland. Aber wir können auch gleich zum großen Fluss gehen. Die beiden haben ungefähr die gleiche Levelbereiche. Aber das war es jetzt auch erstmal wieder für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen und einen Kommentar da. Schreibt mir was in die Kommentare, was Nettes. Bleibt mir treu. Empfehlt mich weiter und wir sehen uns natürlich morgen wieder, wenn es wieder heißt Herr der Ringe Online mit eurem lieben Schattenwolf bzw. mit eurem Gilderlist. Bis denn, tschüss.